Ja, dann sage ich mal Hallo. Ich bin die Manuela und lese heute mit euch. Und ich habe jemanden mitgebracht in unsere Runde. Und zwar ist es die Lilo. Und die Lilo, vielleicht könnt ihr das erkennen, was es für ein Tier ist. Ich lasse euch mal noch ein bisschen raten. Ich drehe die Lilo nochmal. Die Lilo ist nämlich eine Maus. Ich habe, die Lilo setzt sich jetzt hier zu mir und die lauscht der Geschichte. Und die Lilo hat euch nämlich eine Geschichte mitgebracht. Und zwar ihre eigene Geschichte. Das Buch heißt Lilo Maus, eine inspirierende Fabel über die Schönheit und Fülle unseres Seins. Und die Lilo erzählt in diesem Buch erstmal ein Stück weit von ihrer Mama, wie sie dort lebt, mit ihren Freunden im Wald. Zu den Freunden gehört der Hase, der Maulwurf, aber auch eine Schnecke. Und dann gibt es da ganz viele Ameisen. Die werdet ihr jetzt im Laufe der Geschichte auch gleich alle kennenlernen. Und ja, da gibt es so eine Zeit bei der Lilo. Da wird die ganz traurig. Und niemand kann ihr wirklich helfen. Es hat aber alles auch ein ganz, ganz gutes Ende. Und ihr braucht nicht traurig sein. Ihr werdet auch das Ende dieser Geschichte erfahren. Und die Lilo ist zum Schluss der Geschichte auch wieder fröhlich, ganz fröhlich, gell? Also sie geht jetzt auf eine spannende Reise mit euch und macht es euch sehr gemütlich, macht es euch bequem. Und ich werde jetzt einsteigen, werde ein Stück aus der Geschichte vorlesen. Zwischendurch werde ich ein bisschen erzählen, zeige euch Bilder. Und zum Schluss dieser Geschichte könnt ihr mir gerne auch noch Fragen stellen, wenn die Eltern dabei sind. Ich sehe, wir haben 14 Zuschauer. Das ist klasse, das ist großartig. Hallo zu euch ins Wohnzimmer oder wo auch immer ihr seid. Zum Schluss der Geschichte habt ihr die Möglichkeit, dass ihr mir Fragen stellt. Da können eure Eltern, also wenn ihr selber noch nicht schreiben könnt, können eure Eltern in den Chat hier unten, da gibt es diese Chatblase, da wird drauf gedrückt, dann können eure Eltern dort Fragen reinschreiben oder auch einen Kommentar, wie euch die Geschichte gefallen hat. Und dann können wir uns am Ende der Geschichte noch kurz austauschen. So, jetzt wünschen wir euch, die Lilo zeigt sich nochmal. Jetzt wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß. Und zu Beginn habe ich eine Überraschung vorbereitet. Und zwar hatte ich eine junge Frau, die Angie, die mir bei der Illustration dieses Kinderbuches geholfen hat. Weil da sind ja ganz, ganz viele bunte Bilder drin. So, ich zeige euch mal welche. Und sie hat mir geholfen, diese Bilder zu erstellen. Und dazu haben wir ein Video gedreht und das würde ich euch jetzt tatsächlich mal ganz kurz zeigen. Dieses Video, damit ihr mal, vielleicht habt ihr sowas noch nie gesehen, damit ihr mal seht, wie so ein Kinderbild entsteht. Es ist ganz, ganz spannend und ich klicke das jetzt mal an und ich öffne euch mal das Video. Also am Anfang, ne, war das Blatt weiß und dann seht ihr, wie sich Puzzleteil für Puzzleteil zusammenfügt und ein buntes Bild daraus wird. Und so ist das bei jedem Bild entstanden. Jetzt kommen die Mäuse dazu. Das ist hier die Mama-Maus, ne? Die Lilo hat natürlich auch eine Mama. Und da seht ihr die Lilo-Maus, wie die in ihrer Höhle sitzen beim Abendessen. Und dann braucht die Höhle natürlich auch noch eine Tür, wie ihr seht, ne? Und ein Fußboden und ein Fenster. Und die Mama-Maus bekommt noch eine Brille auf. Und schaut mal, jetzt hat die Mama Maus eine Tasse mit dampfendem Kakao oder Tee in der Hand und die Lilo ein Stück Käse. Es gibt noch Blumen hier und Pflanzen an der Wand.
So entsteht ein Kinderbild. So sind zumindest die Kinderbilder aus unserem Buch entstanden von der Lilo Maus. Und jetzt möchte ich euch noch, bevor ich anfange zu lesen, zwei Sätze zu mir sagen. Das habe ich gar nicht gemacht. Also mein Name ist Manuela Müller. Und ich bin 48 Jahre alt und ich schreibe Bücher. Ich habe dieses schöne Kinderbuch geschrieben von der Lilo Maus, was auch ein Hörbuch beinhaltet. Also alle, die dieses Buch kaufen, bekommen mit diesem Buch auch ein Hörbuch. Das heißt, man kann die Geschichte auch anhören. Ja, und ich habe noch weitere Bücher geschrieben und heute stelle ich euch dieses Kinderbuch vor. Und ich habe eine Tochter, die ist fast 20 Jahre. Und meine Tochter und ich haben uns im Grunde genommen diese Geschichte ausgedacht, die ich euch jetzt mit der Lilo zusammen erzählen möchte. Es geht los. Lilo Maus, eine inspirierende Fabel über die Schönheit und Fülle unseres Seins. So. Das erste Bild für euch. Lilo, eine kleine, hübsch anzusehende Maus, lebte auf dem Land. Zusammen mit ihrer Mama Maus wohnte sie in einer kleinen, beschaulichen Höhle. Unten im Erdreich haben sie es sich ganz gemütlich gemacht. Sie hatten stets genug Vorräte angehäuft, sodass sie sich immer ein köstliches Abendessen zubereiten konnten. Es gab Käse, Speck und viele andere Dinge, die Mäuse gerne mögen. Und sie hatten auch einige Freunde im Tierreich. Den Hasen Augustin und den Raben Magnus. Auch der Maulwurf Hans kam gelegentlich zu Besuch. Den könnt ihr hier sehen, den Maulwurf Hans. Haben sie sich zusammen im Wald verabredet, ne? Die Mama und die Lilo-Maus, und es regnet und sie müssen sich schützen unter einem großen Blatt, damit sie nicht nass werden. Und der Maulwurf, der erzählt den beiden eine Geschichte, das hat er nämlich öfter gemacht, und die beiden lauschen ganz gespannt. Gemeinsam erkundeten sie oft den Wald. Sie lauschten dem Specht und schauten den Schnecken und den Ameisen zu, wie diese den Wald aufräumten. Ja, sie hatten im Grunde genommen alles, was Mäuse sich wünschen konnten. Sie waren gesund und hatten genug Nahrung, gute Freunde, mit welchen sie die Vielfalt der Natur entdecken konnten. Und so betrachteten sie oft die Sonne und liefen durch den Regen, der das Gras wachsen lässt und das Tierreich mit Wasser versorgt. Ja, es war sehr, sehr friedlich im Wald. Und dennoch wurde Lilo von Tag zu Tag stiller, so dass Mama Maus sich langsam Sorgen um Lilo machte. Denn Lilo sprach auf einmal nicht mehr. Mama Maus konnte nicht mehr mit Lilo über die alltäglichen Dinge sprechen, über die sie sonst gesprochen hatten und die sie sonst miteinander geteilt hatten. Lilo sprach fast gar nicht mehr. Und deshalb versuchte Mama Maus ganz oft, Lilo davon zu erzählen, wie schön die Welt ist und was es so alles Tolles darin zu entdecken gibt. Und sie hoffte darauf, dass am nächsten Tag für Lilo ein besserer Tag sein würde. Und dass Lilo sich ihr wieder anschloss und dass sie wieder gemeinsam die Erkundungen durch den Wald machen konnten. Ja, sie würden wieder lachen und sich Geschichten erzählen und ihre Freuden und Sorgen miteinander teilen. Und so sah das aus, wenn die Lilo im Wald war. Moment, ich schau mal, dass die Lilo im Wald war. Dann sind hier die Ameisen, wie sie den Wald aufräumen. Und hier drüben ist der Specht, der auf dem Baumstamm hockt. Und das alles, das hat die Lilo immer mit sehr, sehr viel Freude beobachtet. Nur jetzt hatte sie gar keine Lust mehr dazu. Jetzt wollte sie einfach ganz alleine sein.
Und sie verkroch sich und sie saß einfach so da und wurde ganz still und schaute den Mond an. Und vielleicht könnt ihr auch erkennen, dass die Lilo auch etwas traurig schaut. Lilo wollte von all dem überhaupt nichts mehr wissen. Stattdessen wünschte sie sich, ganz alleine zu sein. Sie verkroch sich und konnte von der ganzen Schönheit um sie drumherum überhaupt nichts mehr sehen. Ja, sie hatte wohl einen großen Kummer. Und Mama Maus durfte jetzt nicht mehr ihre Vertraute sein. Stattdessen stritten sie sich oft miteinander und Lilo gab ihrer Mama immer mehr zu verstehen, dass sie sie nun nicht mehr brauchte. Und nicht einmal mit ihrer Lieblingsspeise, das waren nämlich geröstete Brotkrümel und Käse, konnte Mama Lilos Herz erfreuen. Das machte Mama Maus sehr, sehr traurig und nachdenklich. Und manchmal auch ein wenig wütend. Mama Maus wünschte sich, dass Freund Hase oder Freund Rabe zu Besuch kommen würden und die Lilo ein bisschen aufheitern, sie zum Spielen abholten oder dass sie wie früher gemeinsam durch den Wald gingen und eine Exkursion machten. Doch Lilo wollte von all dem nichts wissen. Lilo wollte ganz alleine sein. Ja, jetzt erzähle ich mal ein bisschen. Die Mama, die hat dann natürlich überlegt, was mache ich mit der Lilo? Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr manchmal traurig seid. Gibt es einen Grund, worüber man traurig ist oder worüber man sich ärgert? Und dann kommen die Eltern und die wollen einen trösten und die reden auf einen ein und dann will man das manchmal alles gar nicht. Dann möchte man manchmal einfach nur mit sich alleine sein und seine Tür zumachen und sich unter seiner Kuscheldecke verkriechen und seine Ruhe haben. Und so ging es auch der Lilo. Die Lilo wollte einfach mit sich ganz alleine sein und die Mama, die hat dann überlegt, und hat sich mit ihrem Freund, dem Raben, getroffen, weil der Rabe, der ist schon ganz alt und der hat schon ganz viel Erfahrung. Und den zeige ich euch auch gleich mal. Ich schau mal, ob ich den hier irgendwo habe und euch zeigen kann. Hier ist der Rabe und der hat ganz, ganz viel Wissen und da hat die Mama mit ihm gesprochen. Und sie haben sich beratschlagt, wie sie der Lilo nun helfen können, damit die Lilo nicht mehr so ganz allein und traurig ist, sondern damit sie wieder fröhlich wird. Und dann hat die Mama sich erinnert. Die Mama hatte nämlich tatsächlich auch mal eine Zeit, wo sie ganz, ganz traurig war, müsst ihr euch vorstellen. Und sie hatte keine Lust mehr, in der Natur unterwegs zu sein. Sie hatte keine Lust mehr, sich mit ihren Freunden zu treffen. Sie wollte nur in ihrer Höhle ganz alleine für sich sein. Und daran hat sie sich erinnert. Und sie hat sich ebenfalls daran erinnert, was sie getan hat, damit sie wieder fröhlich wird. Und dann sind ihr die ganzen Dinge, die sie getan hat, wieder eingefallen. Und wisst ihr, was sie getan hat? Sie hat ganz, ganz viele wunderbare Dinge getan. Und ich möchte mal schauen, ob ich dazu ein Bild für euch habe. Sie hat sich erst einmal daran erinnert, dass sie mit ihrem Freund, dem Raben, wie ihr hier seht, eine lange Reise gemacht hat. Sie war mit ihrem Freund, dem Raben, unterwegs in ganz vielen fernen Ländern, wo ganz viele Tiere waren und ganz wunderschöne Natur, ein großer Fluss, ein großer Berg, alles das, was ihr hier auf dem Bild seht. Und die Sonne hat geschienen und es hat der Mama Maus sehr, sehr gut gefallen und es hat sie ganz fröhlich gemacht. Und dann hat sie auf ihrer Reise ganz, ganz viele tolle Übungen gelernt, zum Beispiel ist sie einfach so durch ihre Höhle getanzt und hat sich Mäusemusik angemacht.
Oder sie hat sich ein leckeres Essen zubereitet. Oder sie hat sich mit ihren Freunden, dem Raben und der Schnecke und dem Maulwurf im Wald verabredet. Und sie haben ein lustiges Versteckspiel gemacht. Und an all diese Dinge hat Mama Maus sich jetzt wieder erinnert. Und dann ist ihr eingefallen, dass sie diese Dinge schon ganz, ganz lange nicht mehr gemacht hat, weil sie hat einfach zu viel gearbeitet. Sie hat sich zu wenig ausgeruht. Sie war auch selber sehr müde. Und sie hat einfach diese schönen Dinge, die ihr immer Freude gemacht haben, überhaupt gar nicht mehr gemacht. Daran musste sich was ändern. Sofort. Weil sie hat sich jetzt erinnert und sie hat sich auch an ihre Lilo erinnert, die sich immer noch zurückgezogen hatte und wie ihr hier seht, die auf einer Wolke saß. Also es wirkte so, als ob sie auf einer Wolke saß, ganz traurig, irgendwo oben am Himmel und von niemandem irgendetwas wissen wollte. Und ähnlich ging es nämlich auch der Mama Maus. Das musste sich jetzt ab sofort wieder ändern, weil die Mama Maus hat sich gedacht, wenn ich selber jetzt wieder dafür sorge, dass ich fröhlich werde und dass ich meine Übungen jeden Tag mache, dann hat vielleicht auch meine Lilo Maus dazu Lust und begleitet mich und vielleicht wird sie darüber hinaus auch wieder fröhlich. Und genau das machte die Mama. Und jetzt zeige ich euch ein Foto, ein Bild, wo ihr seht, dass die Mama Maus hat sich ihre Lieblingsmäusemusik angemacht und hat getanzt durch ihre Höhle nach der Mäusemusik. Hat sie ganz, ganz wunderbar getanzt. Und schaut mal, wie fröhlich Mama Maus auf einmal aussieht. Und ich glaube, sie singt sogar mit. Sie hat den Mund ja ganz weit offen. Und die Arme und die Füße, die tanzen in der Luft. Und hier ganz auf der Seite seht ihr, wer da steht. Da hat sich die Lilo Maus rangeschlichen. Und schaut erstmal ganz verzückt ihrer Mama zu. Und ich glaube, sie schaut auch etwas verwundert ihrer Mama zu, was die Mama dort so macht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass es der Lido Maus gefällt, was ihre Mama Maus dort macht. Jetzt lese ich noch ein bisschen. Ja, es war gut und es war auch wichtig für Mama, dass sie sich wieder daran erinnerte, an ihre Übungen, an das, was ihr Freude gemacht hat. Viel zu lange schon hatte sie von der Freude nichts mehr gespürt und das wurde ihr nun bewusst. Und jetzt war es Zeit, dass Mama sich ihre eigene Freude wieder zurückeroberte und sie begann, alle Übungen jetzt wieder regelmäßig zu machen. Und sie spürte, dass diese Übungen ihr sehr gut taten. Denn wie jedes andere Lebewesen haben nämlich auch Mäuse gut ausgeprägte Sinne. Es gibt für eine Maus ganz viel zu entdecken und zu fühlen. Und Mama Maus wandte ihre Übungen jetzt jeden Tag an. Sie hatte alle Übungen und Aufgaben in ihrem Mäusetagesablauf integriert und fand damit recht schnell zu ihrer bekannten Freude und guten Laune zurück. Sie brachte mehr gesunde Nahrung auf den Tisch, spielte Musik in der Mäusehöhle und, wie man hier sieht, sie tanzte auch dazu. Und plötzlich spürte Mama, dass Lilo zunehmend neugieriger wurde. Lilo zeigte Verwunderung und manchmal entsprang ihrem kleinen Mäusegesicht auch ein klitzekleines Schmunzeln, wenn Mama so durch ihre Höhle tanzte. Ja, und Mama hat auch gelernt. Mama
redete nämlich nicht mehr so oft wie früher auf Lilo ein. Stattdessen zeigte sie ihr, wie man einen glücklichen Tag gestalten kann. Also, die Mama Maus, die hat nämlich einfach jetzt ihre Übungen gemacht und die Lilo hat das beobachtet und hat gesehen, wie gut das der Mama tut. Und jeden Tag hat sie das mit angesehen, die Lilo, wie gut diese Übungen ihrer Mama tun. Und irgendwann hatte Lilo riesengroße Lust, einfach mitzumachen. Was ja auch normal ist, oder? Wenn ihr euch erinnert, wenn euer Mama und Papa was Tolles machen, dann habt ihr doch auch Lust, da mitzumachen. Sei es das Plätzchenbacken zum Beispiel vor Weihnachten oder wenn der Papa draußen das Netz mit dem Fußball aufbaut, dann habt ihr Lust, zusammen Fußball zu spielen. Oder wenn jemand von euch tolle Musik hört in der Wohnung, dann habt ihr Lust, dazu zu tanzen. Und ähnlich ging es auch den beiden Mäusen. Ja, und jetzt zeige ich euch ein weiteres Bild. Schaut mal, da seht ihr die Mama Maus und die Lilo Maus auf der Couch sitzen in der Mäusehöhle. Und draußen bläst der Wind. Man sieht hier vor der Fensterscheibe schon, wie die Blätter hin und her gewirbelt werden von dem Herbststurm. Und ich glaube, da draußen ist es ganz ungemütlich kalt und windig. Und deswegen hat die Mama es sich sehr gemütlich gemacht. Und dann, an einem lauen Herbsttag, als der Wind draußen sehr kräftig blies und Mama es sich bei ihrem Lieblingsmäusekakao gemütlich gemacht hatte, da geschah es. Und plötzlich setzte Lilo sich zu ihr. Und sie tranken den Kakao und sie plauderten so, wie sie es schon ganz lange nicht mehr getan hatten. Und sie fühlten sich richtig wohl miteinander. Und sie erzählten sich alte Geschichten von früher aus dem Wald. Und die Mama erzählte ihre alten Geschichten, wo sie mit dem Raben unterwegs war in ihren fernen Ländern. Und Lilo hörte ganz gespannt zu. Ja, und wie ihr seht, für die Lilo steht hier auf dem Herd auch ein Mäusekakao. Und es ist schön zu sehen, dass Mama und Lilo jetzt wieder etwas gemeinsam machen. Und in der kommenden Zeit fand Lilo immer mehr Freude an den Übungen, die ihre Mama jeden Tag machte. Sie beobachtete zuerst noch ganz vorsichtig und wurde dann mit jedem Schritt mutiger, bis sie sich den Übungen irgendwann ganz anschloss. Das war ein Wirbel im Mäusebau, müsst ihr euch vorstellen, als Mama und Lilo dann gemeinsam durch die Höhle getanzt sind. Einen riesen Spaß machte es Lilo und sie ging von nun an auch wieder öfter in den Wald. Ja, sie spürte, dass sie plötzlich wieder die Vögel singen hörte. Und sie empfand dabei eine ganz tiefe Freude. Ja, und manchmal lächelte sie sogar. Lilo begann, alles um sie herum genauer zu erkunden. Sie entdeckte dabei auch ihren Körper ganz neu, mit seinen Fähigkeiten. Und plötzlich so viel Zeit mit sich allein zu verbringen, fühlte sich ziemlich gut an für Lilo. Sie übte sehr fleißig und sie nahm sich ausreichend Zeit für sich selbst. Ja, sie spürte auch den Wert dieser neuen Erfahrungen und sie spürte auch, dass sich in ihrem Herzen einiges veränderte. Das Zusammenleben mit Mama Maus und ihren Freunden verwandelte sich. Es war so neu und doch so schön, was Lilo da plötzlich alles in ihrem Herzen fühlte. Und manchmal sickerte ganz langsam eine dicke Mäuseträne von ihrer Wange hinab, ausgelöst von einem Gefühl,
welches sie noch nicht so richtig zuordnen konnte. Hier seht ihr die Träne, ne? Ob sie nun darüber weinte, dass sie in der letzten Zeit so viele tolle Sachen versäumt hatte, oder ob sie sich darüber freute, dass sie nun endlich die Schönheit dieser Erde wahrzunehmen vermochte, das war nicht zu bestimmen. Nicht jeder Tag war gleich und Lilo hatte auch nicht immer Lust dazu, ihre Übungen zu machen. Doch das ist auch gar nicht schlimm. Lilo hat bereits so viel Nützliches gelernt und sich deshalb auch Pausen verdient. Ihre Freunde hatten ebenso Spaß an den Übungen und schlossen sich ihr an. Denn zusammen mit Freunden macht einfach alles umso mehr Spaß. Lilo spürte immer mehr, dass in ihrem Herzen nun ganz viel Freude wohnte. Dann wollen wir mal schauen, ob wir noch ein Bild für euch haben. Schaut mal hier, die Lilo, wie sie tanzt auf dem Baumstamm und was sie doch tatsächlich für ein wunderschönes Kleid angezogen hat. Auch darauf hatte sie wieder Lust. Und alle Freunde, und jetzt können wir sie alle mal beim Namen nennen, das ist hier oben der, da muss ich mir noch mal kurz Hilfe holen, das ist der Rabe Magnus, das ist der Maulwurf Hans, das ist die Schnecke Luna, hier ist die Lilo, das ist die Mama Maus, das ist der Frosch, ich glaube, der hat tatsächlich keinen Namen, und das ist der Hase Augustin. Der Frosch heißt einfach nur Frosch. Und genau, die Lilo hat die Freude zurück und trifft sich jetzt wieder mehr mit ihren Freunden im Wald und ist ganz ausgelassen hier vor Freude in ihrem neuen Kleid. Und ihr seht, wie sie tanzt und ihr seht bestimmt auch, wie fröhlich ihre Freunde sind und wie glücklich die Freunde da auch drüber sind, dass sie ihre Freundin Lilo jetzt wieder lachen und glücklich sehen. Ja, Lilo spürte immer mehr, dass in ihrem Herzen jetzt ganz viel Freude wohnte und dass sie plötzlich wieder so viel Freude an den Dingen hatte um sie drumherum. Und außerdem war sie auch nicht mehr so müde und missgestimmt wie früher und freute sich nun auf jeden einzelnen Tag. Ja, Lilo hatte auch viel mehr Hunger als früher und zog sich wieder gern ihre bunten Mäusekleider an. Und sie traf ihre Freunde, mit denen sie viele neue, verrückte Ideen entwarf. Ja, und auch viele andere Tiere des Waldes, wie die Schnecke Luna. Der Regenwurm Karl, er hat sich hier irgendwo versteckt. Johann der Frosch, wenn ihr aufgepasst habt, ich habe es vorhin falsch gesagt, der Frosch heißt nicht nur Frosch, der Frosch heißt Johann. Also Johann der Frosch, alle freundeten sich mit Lilo an, weil sie sich von ihrer Lebenslust und ihrer guten Laune angezogen fühlten. Da wollten alle jetzt auf einmal mit Lilo befreundet sein, weil sie gemerkt haben, wie glücklich und fröhlich Lilo ist und dass man mit Lilo eine Menge Spaß haben kann. Ja, Lilos Freundeskreis wurde immer größer. Und gemeinsam verfolgten alle das Ziel, die Welt stets glücklich und neugierig zu entdecken. Und auch das Zusammenleben mit Mama Maus wurde schöner. Mama bemerkte immer mehr, wie glücklich ihre Lilo jetzt war und dass ihr die vielen Freunde gut taten. Und Lilo fühlte sich nicht mehr allein. Die Traurigkeit war von ihr gewichen. Noch manchmal wirkte sie nachdenklich und etwas stiller als sonst. Doch Mama und ihre Freunde sorgten sich nicht mehr darum, denn sie waren sich jetzt sicher, dass Lilo zu ihnen kommen würde, wenn sie Trost braucht. Denn auch das hat Lilo gelernt. Lilo hat verstanden, dass alles da ist, was sie braucht, um glücklich zu sein und sicher durch ihr Leben zu wandern. Alles ist in ihr. Ja,
Auch hat sie gelernt, dass sie der Welt und den Tieren, die sie lieb haben, vertrauen kann. Und wenn sie stets neugierig bleibt und alles durch die Augen der Liebe betrachtet, dann verschwindet auch die Angst. Und Lilo kann sich ganz frei fühlen. Also, die Lilo hat tatsächlich verstanden. Ich zeige euch nochmal ein weiteres Bild. Hier ist sie, wie sie sich fröhlich tummelt mit der Biene drumherum, draußen in der Natur. Und die Lilo hat tatsächlich verstanden, dass man keine Angst haben braucht vor dem Leben. Dass man jeden Tag aufstehen kann, aus seinem Bett oder aus seiner Höhle rauskrabbelt, wie in Lilos Fall. Und dass man jedem Tag mit ganz viel Freude begegnen kann. Weil man hat seine Eltern, man hat die Mama Maus, man hat seine Freunde, man hat viele Menschen und Tiere um sich drumherum und man ist nicht allein. Und zusammen macht alles ganz, ganz viel Freude miteinander. Und sie hat auch gelernt, dass sie Zeit mit sich alleine verbringen darf. Nur mit sich, ja. Und sie hat aber auch gelernt, dass sie andere Tiere fragen darf, wenn sie Hilfe braucht oder wenn sie irgendetwas nicht versteht, dass sie sich mit den Tieren verbinden kann, ja. Deswegen sind Freunde da. Und diese ganzen Dinge, die Lilo gelernt hat in der Vergangenheit von ihrer Mama, von ihren Freunden und auch von sich selbst, weil sie ja ganz, ganz viel Zeit mit sich alleine verbracht hat, diese vielen Dinge haben ihr geholfen, dass sie jetzt wieder fröhlich ist und glücklich sein kann. Und dann am nächsten Morgen, das muss ich euch noch unbedingt erzählen, ist noch was Lustiges passiert. Da habe ich noch ein Bild für euch. Da schaut mal. Am nächsten Morgen ist die Lilo aus ihrer Höhle gesprungen und purzelte über einen Stein. Der Stein rollt hier den Berg hinunter. Die Lilo ist gepurzelt und kullert jetzt diesen Berg hinunter. Und dabei stieß sie mit der Schnecke Luna an. Da sind sie zusammengestoßen, alle beide. Und dann fragte die eine die andere, hast du dir wehgetan? Und beide sahen sich gegenseitig in ihre leuchtenden Augen und lachten sich krumm und umarmten einander. Das ist das Leben, wenn dein Herz Purzelbäume schlägt. Also, die Lilo war jetzt so fröhlich und glücklich, ganz tief in ihrem Herzen, dass sie sich nicht mal mehr darüber ärgerte, dass sie den Berg hinuntergepurzelt ist. Da hat sie mit der Schnecke Luna, da haben sie sich in die Augen geschaut und da haben sie gegrinst über diesen kleinen Unfall, den sie miteinander hatten und waren sich auch nicht böse deswegen, sondern sind weiterhin Freunde, weil auch so etwas kann passieren natürlich. Und ja, wir sind jetzt am Ende dieser Geschichte und wenn euch diese Geschichte gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir gerne vielleicht noch oder die Eltern einen Kommentar hier reinschreiben über das Chat-Symbol, über das Chat-Fenster. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch eine Frage stellen. Und ja, es gibt noch eine Seite in meinem Buch, die zeige ich euch noch. Wenn euch die Geschichte sehr inspiriert hat, dann könnt ihr auch euren Freunden davon erzählen, von der Lilo. Dieses Bild, das habe ich jetzt hier nicht auf dem Computer gespeichert, das habe ich euch jetzt hier aus dem Buch gezeigt. Also ich würde mich freuen, wenn ihr die Geschichte weitererzählt oder eurer Kindergärtnerin vielleicht auch erzählt. Und die Bücher kann man auch gerne bei mir oder beim Verlag kaufen. Und der Martin, der diesen wundervollen Leseraum hier gestaltet hat, und auch ich, wir beide würden uns freuen, wenn ihr auf dem YouTube-Kanal, wo nämlich diese wunderschöne Geschichte demnächst auch erscheint, da könnt ihr sie jederzeit immer wieder anhören und die Bilder anschauen, wenn ihr dort euren Daumen setzt. Das macht nämlich auch Spaß und wir freuen uns, wenn ihr uns euren Daumen schenkt.
Ja, das war's von mir und tatsächlich auch von der Lilo. Die zeige ich euch jetzt noch einmal. Und wir hoffen, dass euch unsere Geschichte gefallen hat. Und wenn ihr noch Fragen habt dazu, fragt gern mich, fragt die Eltern. Genau. Und jetzt schaue ich mal in das Chatfenster, ob hier schon jemand was reingeschrieben hat. Ach, ich sehe hier ganz, ganz viel Text. Na, das ist ja verrückt. Das ist ja richtig toll. Jetzt habe ich Zeit und jetzt lese ich das alles mal vor. Luis ist da und Luis schreibt Guten Tag. Hallo Luis. Ich kann erst jetzt antworten, weil ich sitze ja hier alleine und Lilo Maus ist ja ein Stofftier. Die konnte jetzt nicht vorlesen zwischendrin. Max und Gabi Gerber schreiben, hallo. Und toll, schreibt ihr. Super. Und Hanna schreibt, ich mag Kakao. Wow. Ja, ich auch. Magst du eher kalten oder magst du lieber warmen Kakao, Hanna? Schreibt das doch bitte nochmal in den Chat rein. Und Lisa und Lina schreiben, hui. Und Hanna schreibt, schöne Geschichte. Dankeschön. Auch von Lilo nochmal. Dankeschön, Hanna. Und Luis schreibt eine tolle Geschichte über Freundschaft, Verantwortung und Vertrauen. Tatsächlich. Wisst ihr was? Schreibt mir doch bitte mal rein, wie alt ihr seid. Da würde ich mich sehr freuen, weil ich kann euch ja nicht sehen. Und die Lisa und die Lina, hallo an euch beide nochmal, die schreiben Dankeschön. Ja, sehr gerne. Und Hanna schreibt warmen Kakao. Weißt du was? Das habe ich mir fast so gedacht. Und dann am besten noch so ein paar süße Kekse dazu. Oder lieber Muffins, wahrscheinlich, ne? Ja. Schön, dass ihr eure Gedanken hier mit mir teilt. Hanna ist 6 Jahre alt. Du bist aber wirklich schon alt, Hanna. Da gehst du dann schon in die Schule, gehst du dann schon in die erste Klasse vielleicht. Also, ich bin ja schon ein bisschen älter als 6. Und genau, mal gucken, ob hier noch was reinkommt. 6 Jahre alt. Da habt ihr doch jetzt bestimmt dann auch Schulferien, gell? Wenn du schon in die Schule gehst, vielleicht. Ja, dann warte ich noch einen Moment, bevor ich mich mit Lilo Maus verabschiede von euch. Und guck noch mal, ob ihr noch Fragen habt, ob ihr noch was wissen möchtet. Hanna schreibt ja, gehst schon in die Schule. Prima. Toll, dass ihr alle da gewesen seid. Ich freue mich ganz, ganz sehr. Und Lilo Maus, natürlich auch. Und wir zeigen euch nochmal das Buch. Das gibt es als Paperback und Hardcover, falls ihr jetzt nicht wisst, was das bedeutet. Also Paperback ist so ein dünnes Buch mit einem dünnen Umschlag. Und das Hardcover hat einen ganz festen Umschlag. Und das ist in einem, seht ihr, in so einem quadratischen Format haben wir das hergestellt, weil ich selber fahre nämlich sehr, sehr gerne Bahn. Also ich fahre sehr, sehr gerne mit dem Zug und dann habe ich immer einen Rucksack. Und dann wollte ich nicht so ein großes Buch bauen für die Eltern, die das Buch kaufen möchten, sondern eher ein kleineres Buch, weil man das nämlich viel, viel besser in die Reisetasche oder in den Rucksack einstecken kann. Für unterwegs, zum Lesen, für euch Kinder. Genau. Gut. Dann verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Vielleicht macht ihr euch jetzt einen warmen Kakao. Und der Martin, der wird sicherlich in den nächsten 3, 4 Tagen, glaube ich, wird der auf seinem YouTube-Kanal, der heißt Autoren lesen online. Das können die Eltern oder wenn ihr schon schreiben könnt, ihr könnt ja schon schreiben, wie ich hier sehe, könnt ihr das bei YouTube eingeben und dann könnt ihr dort unsere Lesestunde hier heute noch einmal nachverfolgen, nochmal lauschen, könnt auch dort gerne einen Daumen hinterlassen und einen Kommentar. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr Lilo und mich besuchen wollt auf meiner Webseite, dann könnt ihr dieses Feld unter dem Video öffnen und da werdet ihr noch ein paar Informationen finden und auch eine Verlinkung auf meine Webseite. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Überraschungen. Also, ihr Lieben, tschüss, tschüss Hanna, tschüss Lisa und Lina, Luis, Max, Gabi. Macht's gut und danke, dass ihr da wart. Und ja, bis zur nächsten Lesung, würde ich sagen, ne? Tschüss!